Shalom Aleichem, herzlich willkommen nach Hebron. Ein Staat von 4000 Jahren, hier liegen Abraham und Sarah, Yitzhak und Rivka, Jakob und Lea. Und auch, stell mal vor, Adam und Chava. Die Personen heißen Avoteinu, unsere Väter, Imoteinu, Abraham, Avinu, Abraham, unser Vater, Sarah, unsere Mutter. Dort sehen Sie den Wand. Es war jahrelang, bis die 50er Jahre, man konnte nicht reinkommen zu dem großen Gebäude dort. Und das war die letzte Treppe, das heißt die siebte Treppe. Bis dahin, man konnte kommen. Und das sieht aus auch wie die Kotel, wie die Wand. Und dort haben die Leute gebetet, weil jahrelang der Ort hat bekommen Gebete und Energie. Bis heute, viele Leute beten dort. Ich wünsche euch alle Shana Tova Umetuka, Bischut. Unsere Vorfahren, wir gehören alle zu Abraham und Sarah. Die ganze Welt kommt von Abraham und Sarah. Es gibt ein Ebischter, ein Gott in der Welt und keine Götzedienerei. Es gibt nur ein Abba Shebashamayim, ein Gott. Und hier ist der erste Ma'amin, der volle Emunah Abraham Avinu. Shalom.